Ja, mein Name ist Klaus Bandl. Ich bin diplomierter psychiatrischer Gesundheits- und Krankenpfleger. Komme aus einer Zeit, wo man noch Pfleger und Schwester gesagt hat. Und ich bin eingeladen, dass ich hier regelmäßig am Pflegetube nicht so ernst gemeintes präsentiere. Und da ich ja nebenbei auch ein bisschen auf der Comedy-Bühne unterwegs bin, habe ich mich bereit erklärt. Hat mir nicht lang gedauert, dass ich mich überreden habe lassen. Für die, die mich nicht kennen, möchte ich mir hier eine Biografie, die ich noch kurz vorlesen möchte. Wie gesagt, mein Name ist Klaus Bandl. Ich bin 1960 gezeugt worden, geboren in Wien und aufgewachsen auch in Wien. Nach einer suboptimalen Kindheit habe ich eine Lehre zum Einzelhandelskaufmann begonnen im Sportartikelfachhandel. Die habe ich auch abgeschlossen und wegen unsportlicher Figur und meinen zunehmend ungesunden Lebenswandel habe ich 1981 in die Gesundheitsbranche gewechselt. Und bis auf Lipizzaner und Hofrat habe ich die typische Karriere eines Wieners durchlebt, inklusive Beamter der Gemeinde Wien. Seither an unterschiedlichen Abteilungen in verschiedenen Krankenhäusern geschuftet, 1993 und 2009 unter Schmerzen Tochter Fiona und Sohn Luca gezeugt. Natürlich war ich auch glücklich verheiratet und selbstverständlich wurde ich auch wieder geschieden. Trotzdem habe ich 2011 wieder geheiratet, kann ja auch an mir gelegen sein. 2002 habe ich eine Wund- und Schmerzpraxis gegründet, die trotz Gegenwindes noch immer auf Kurs ist, immer wieder versucht, auf Kongressen und bei Schulungen mein Fachwissen weiterzugeben, um es nicht mit ins Grab nehmen zu müssen. Seit 2008 bin ich auf diversen Kleinkunstbühnen unterwegs, habe auch schon den einen oder anderen Kleinkunstpreis erhascht, habe niemals Drogen genommen, bin aber trotzdem humorvoll geblieben. Ich habe viel gesehen, viel versucht, einiges probiert, vieles habe ich nicht verstanden, habe aber dauernd nachgefragt, reagiere seither allergisch auf dumme Fragen, bin aber trotzdem neugierig geblieben und meine positive Grundstimmung hat mich niemals im Stich gelassen. Wie schon erwähnt, ich bin psychiatrischer, ich arbeite auf der psychiatrischen Abteilung und da hat es immer geheißen, wir müssen gut zuhören können. Und jetzt war ich beim Tierarzt und der hat mir eine Spritze gegeben und da geht es, glaube ich, ums Zuhören, weil seither, ich habe das Gefühl, irgendwas hat sich verändert bei mir, ich bin mir aber nicht sicher. Ich höre nämlich jetzt viel besser, also egal, ob wer von rechts mich anspricht oder von links, ich höre total gut. Und wie soll ich sagen, wenn Sie mich von beiden Seiten ansprechen, höre ich auch gut. Also, ich bin neugierig, ob ich das auf meiner Abteilung umsetzen kann. Ihr könnt euch freuen. Es wird jetzt einige Beiträge geben und ich freue mich auf euch. Bis bald. Im Wald vielleicht.